Damit Austausch stattfinden kann, benötigen wir Öffnung. Alles, was in deinem Körper bereits feststeckt, was hart geworden ist, was verhärtet ist, da müssen wir dich eben auch öffnen. Nur ist das halt jetzt schmerzhafter, weil wir jetzt diesmal wirklich dann davon sprechen, das ist eben das Stretchen, das Dehnen, das Auseinanderreißen des Körpers. Wenn du wissen willst, ohne Philosophie, was machen wir, wenn du kommst? Ganz, ganz viel dehnen, damit einfach dein Körper, dein Brustkorb, deine Gelenke, das alles schön offen und flexibel ist. Weil flexibel bedeutet dann wiederum, wenn es flexibel ist, können wir anfangen, jetzt zu schauen, wie groß machen wir die Bandbreite deiner Flexibilität. Wie groß machen wir die Bandbreite von dem, zu was du als Mensch fähig bist. Und dieses Prinzip, was eben durch den Körper trainiert wird, hat aber dasselbe Prinzip, was wir eben sagen, wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie du dann gedanklich, geistig durch diese Welt gehst. Die heutige Wissenschaft sagt, diese psychosomatischen Probleme bedeutet deine innere Einstellung, deine Geisteshaltung, die Gedanken, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst, haben eine Auswirkung auf deinen Körper. Und andersrum funktioniert es halt auch. Das heißt, vom Körper zum Geist. Letztendlich ist es genau dieses. Und die mir bekannteste Methode, die wirklich diesen schönen Übertrag hat, von Körperkultivierung bis hin zur Geisteskultivierung in diesem Austausch. Das ist eben für mich, weil ich halt nichts anderes kenne, vermutlich, einfach das Shaolin-Kung-Fu, die Shaolin-Praxis. Je länger sich eine Person in einem Bereich befunden hat oder einen Lebensstil gelebt hat, wo er immer härter und härter und härter geworden ist, ohne eben bewusst auch das zu erkennen, dass gerade dieser Prozess der Verhärtung stattfindet, dann wird es eben auch wirklich immer schwieriger, da wieder Flexibilität und Anpassungsfähigkeit reinzubringen. Es kann dafür sehr, sehr viele Gründe geben. Manche Menschen, die verschließen sich eben einfach, weil die einen zu großen Schmerz erlitten hatten. Das bedeutet, das kann bereits in sehr jungen Jahren passieren. Wenn du einen sehr, sehr großen Schmerz hast und den nicht irgendwie nicht gelöst bekommst, ja, dann verhärtet er sich in dir drin. Das heißt, das kann bereits bei sehr jungen Menschen passieren. Menschen, die allerdings zum Beispiel ein höheres Alter haben, die fangen einfach an, sich aus dem Grund eventuell schon zu verhärten, weil sie sich auf die Erfahrung verlassen, die sie innerhalb ihres Lebens bereits durchlaufen haben. Und das ist eben so ein bisschen der Lebenserfahrung, dem Älterwerden geschuldet. Und eine andere Form der Verhärtung ist ganz einfach der natürliche Prozess davon, dass die Energie sich wandelt. Das, was wir als Energie bezeichnen, die wandelt sich im Laufe des Lebens ganz einfach. Und dementsprechend ändert sich die Art und Weise, wie unser Körper damit umgehen kann. Und es ändert sich auch die Art und Weise, wie unser Geist damit umgeht. Es wird nicht passieren, dass das Leben einfacher wird. Hier im Raum geht's allen gut. Jeder hat was zum Anziehen, hat schöne Kleidung, hat Markenkleidung, hat eine schöne Uhr, hat Ringe hier, da. Euch geht's gut. Wenn aber jetzt jemand anfangen will, das System zu stürzen, oder etwas, was momentan halt läuft, wenn du da anfängst, deinen Finger reinzustecken, was bedeutet das? Du versuchst also, etwas, was bereits am Laufen ist, etwas zu ändern. Ja, da gibt es aber diejenigen, da gibt es aber eben dann einfach Kräfte, ja, die wollen aber nicht, dass du das änderst, weil es läuft ja. Nur für dich läuft es eventuell nicht. Das heißt, was passiert in dem Moment, wo du sagst, Änderung? Die Änderung wird dich was kosten. Und zwar den Standard, den du jetzt hast. Und da ist die Frage, ja, wer ist dazu bereit? Such's dir aus. Systemänderung,
und du musst etwas von deinem aktuellen Lebensstandard abgeben? Oder, nee, eigentlich ist doch schon ganz okay hier, lebt sich eigentlich gut in Bayern. Such's dir aus. Und dann fängt es wieder an, dann trennt sich die Spreu von Weizen. Weil nämlich das sehr, sehr wieder damit einhergeht, Komfortzone verlassen oder nicht. Und wenn man es nicht gewohnt ist, Komfortzone zu verlassen, dann wirst du das nicht tun. Und dann ist leider jede großartige Idee bleibt eben Idee. Wir haben alle Fantasien und wir haben alle Träume und manchmal ist notwendig, davon mal aufzustehen. Und zwar in dem Moment, dass du einfach mal testest, was du da eigentlich in die Welt trägst, ob das so funktioniert. Aber das ist zum Beispiel eine Nachricht, die ich für mich empfangen habe. Es ist schön und gut, manchmal im Aufwind zu sein. Aber du kannst dein Leben lang nicht nur im Aufwind bleiben. Weil wer hoch hinausgeht, der wird auch tief fallen. Das Beste wäre, du genießt die Zeit, während der Aufwind da ist und nimmst es in die eigene Hand, die Balance zu schaffen, bevor externe Umstände dafür sorgen, dass die Balance wiederhergestellt wird.